Moin Dudes und Dudorinos, wir haben uns heute hier versammelt, damit ich euch ein paar coole Fuse-Spots auf Skyscraper zeigen kann. Auf geht's! So, der erste Spot ist hier Master Bedroom. Und was ich hier oft gesehen habe, ist, dass meist am Fenster an der Südseite eine Frostmat liegt. Dann hängt meistens in dem Badezimmer in dem Dingsphere. Dort in dem Gang hängt wer, in dem Raum in der Ecke hängt oft wer. Die Seite hinter dem Tresen dort ist oft ziemlich heiß und in der Tür hängt auch oft die Utility rum. So, und jetzt versuchen wir mal die Spots ein bisschen zu attackieren. Ich mach mal hier die Hedge auf, damit ihr ein bisschen seht, wo wir hier reinfusen werden. Erstmal versuchen wir mal hier diesen Gang zu fusen. Dazu müsst ihr idealerweise genau dort auf dem Pink fusen. Das heißt, ihr stellt euch hier schön vor das mittlere von diesen Bildern, geht dann bis zur Kante von dem Teppich und fuset genau bei diesem Schlitz zwischen den zwei Teppichen rein. Und Feuer! So, wie ihr seht, fusen wir den ganz schönen Gang. Jegliche Utility, die da ist, ist kaputt. Sogar die Utility, die hier von dem zweiten Fenster ist, wird höchstwahrscheinlich zerstört werden und jeder, der in diesem Gang hier sitzt, ist tot. So wie jeder, der hier in der Ecke hängt und vielleicht da auf die Tür campt oder sowas. Also recht gute Penetration von diesem Spot her. So, nächster Fuse-Spot attackiert den Master Bedroom. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil da unten hängt diese scheiß Lampe. Wenn ihr gegen die Lampe fused, fliegen euch die Pellets nicht dahin, wo ihr wollt. Und wir möchten so eine relativ große Abdeckung für diesen Raum haben. Vor allem für die südöstliche Ecke. Das heißt, ihr guckt an diesen Tisch an die Kante, dann nehmt ihr die Diagonale zu der Tür und dann so ungefähr auf der Mitte von der Strecke fused ihr in diesen Teppich rein. Ihr könnt vielleicht noch sogar noch ein bisschen nach hinten gehen. Das ist jetzt sehr nah an der Lampe dran, aber es sollte funktionieren. Feuer! Wunderschön. So, wie ihr seht, die Ecke ist gefused. Wenn da jemand hängt und hier irgendwie ein Portable Schild aufgebaut hat oder so, das ist kaputt. Zudem, wenn hier die Wand irgendwie gemutet ist oder so oder gebandet, ist das auch kaputt. Das heißt, ihr könnt dann schön die Wand hier aufthermiten. So, letzter Spot für dieses Objective ist das Badezimmer. Oft hängt ja jemand in der Badewanne dort rum. Den könnt ihr auch wunderschön ausfusen. Ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr nicht in die Dusche reinfust. Dazu geht ihr hier in den Flur, guckt nach Nordwesten. Und dann fuset ihr hier rein. Feuer! So, hat jetzt nicht so wunderschön geklappt. Normalerweise fliegt ein Pellet hier rein. Ihr könnt noch ein bisschen nach hinten gehen, wenn ihr das da rein plant, rein fuset, also so idealerweise dort. Und dann habt ihr schön ein Pellet in der Badewanne und ein Pellet im Klo. Das heißt, jeder, der in diesem Raum hier wahrscheinlich hängt auf den häufigen Spots, kriegt was ab. Guter Spot. So, ich mache hier nochmal die Decke auf von oben, damit ihr seht, wo wir denn hier reingefüßt haben. Ihr seht einmal, das hier war der Badezimmer-Spot. Da ist das Klo. Da hinten ist die Badewanne. Und das hier war der Spot für den Gang. Beziehungsweise, wenn ihr ein bisschen näher an dem Tisch fuset, könnt ihr tatsächlich auch nochmal in den Bedroom reinfusen, falls ihr wisst, dass niemand im Gang sitzt. So, noch ein Spot, den ich recht cool finde. Wenn hier ein Hauslobby zwischen den zwei Eingängen ein bisschen Utility liegt, könnt ihr die auch gut wegfusen. Dazu müsst ihr hier im zweiten Floor in der Lounge Richtung Süden guckend dort hineinfüßen. Ihr könnt auch noch ein bisschen weiter Richtung Süden gehen und dann zwischen den Türen füßen. Aber wenn ihr an dieser Stelle füßt, habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr trotzdem auch die Utility zerstört und jeden, der in der Lobby ist, auch noch ein bisschen damaged.
So, wenn die Gegner unten im Master Bedroom sind, haben wir immer noch das Problem hier im Delivery Room, wenn hier hinter dem Tresen jemand hängt. Leider kann man durch die Decke da nicht reinfüßen. Allerdings kann man, wenn man nach hinten Richtung Kitchen geht, den Gang ganz gut fusen, wo sich auch oft Leute rumträumen. Das machen wir jetzt mal. Wie ihr seht, ist hier zwischen Terrasse und dem Drum Room genau die Grenze hinter dem Tresen und die Terrasse ist nicht fusbar. Wenn ihr aber hier in Taiko, also in den Drum Room, reingeht, seht ihr, dass wir hier hinter dem Tresen sind und in diesem Pantry, in diesem Storage Room. Wenn ihr jetzt da hinten bei den hinter dem Weintisch eure Fuse Charge reinpackt, Richtung Norden guckend, könnt ihr den Gang ganz gut fusen. Das sieht dann so aus. Feuer! So, das war's dann jetzt auch hier mit dem Fuse Guide für Master Bedroom auf Skyscraper. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein, Dudes und Duderinos. Macht's gut.